Das hier ist ein Rhododendron. Er ist noch nicht aufgeblüht. Dazu braucht er noch mehr Sonne und Wärme. Ein Rhododendron ist nicht zum Essen da. Eine reine Zierpflanze. Er braucht ohnehin überdrein sehr viel Wasser. Und ja, ist dazu da, um hübsch auszusehen. Zu sonst eigentlich nichts. Und jetzt gehen wir gleich weiter. Ach so, und wie ihr sehen könnt, hier sind schon die Knospen. Daraus werden später die Blüten. Und hier sind natürlich bereits die Blätter. Hier haben wir einen Sauerampfer. Grundsätzlich ist Sauerampfer essbar, gekocht, aber diese Sorte hier nicht. Der schmeckt nicht. Den lassen wir hier nur stehen, entweder damit er schön aussieht oder wir könnten ihn Nagetieren geben, wenn wir welche haben. So, was wir hier sehen, sind die Blätter von kleinen Erdbeeren. Später im Jahr, wir haben hier erst den 15. April, wird es erst gelbe Blüten geben, hoffentlich. Und diese gelben Blüten werden dann erst zu grünen und dann zu kleinen roten Erdbeeren werden. Aber das dauert noch ein bisschen. So, hier haben wir einen Löwenzahn, da. Wir sehen ihn an den gezackten Blättern, daher auch der Name. Und hier wird sich die Blüte draus bilden, die erst so goldgelb ist und dann zur Pusteblume wird. Und diese Löwenzahnblätter hier, die können wir essen. So. Und ich pflücke jetzt mal die Blätter vorsichtig ab, denn wenn ich den ganzen Löwenzahn rausreißen würde, wird es nicht schnell wieder nachwachsen. Und die legen wir gleich beiseite und im Anschluss mache ich daraus und aus ein paar anderen Zutaten noch einen kleinen Salat. Das hier sind sogenannte Heckenrosen. Wir erkennen sie an den Stacheln, ja. Sie sind in einem sehr frühen Stadion. Im Moment haben sich erst die Blätter geöffnet. Von den Blüten ist noch weit und breit nicht zu sehen. Und wir haben heute den 15. April 1915. Hier haben wir ein Rhabarber. Zu sehen an den roten Stängeln und den Blättern. Der Rhabarber soll nur gekocht gegessen werden, denn roh gegessen macht er sehr schnell Bauchschmerzen. Das ist keine gute Idee. Theoretisch könnten wir ihn sogar jetzt schon essen, aber wir warten noch ein bisschen, dann haben wir einfach mehr davon, weil er dann größer geworden ist. Hier haben wir Brennnesseln. Und die heißen so, weil sie richtig brennen. Wenn wir sie abrupfen, hier, haben sie feine Fäden, mit denen sie sich sozusagen schützen. Das wird Ihnen jetzt nicht viel nützen, denn ich möchte einen schönen, gesunden Brennnesseltee daraus machen, der kalt oder warm getrunken werden kann. Aber dafür besorge ich mir dann erstmal einen Handschuh, um die abpflücken zu können. So, was ich euch jetzt hier zeige, wächst auch im Garten mit viel Glück, nämlich Tomaten. Allerdings nicht so früh im Jahr, die habe ich jetzt gekauft. Und zwar von, sehen wir hier, eine kleine Paprikaschote, eine längliche. Dann hier eine dunkle Sorte Tomate, die ist so grünlich-violett und hat einen sehr kräftigen, leicht säuerlichen Geschmack. Ich finde die sehr lecker, würde ich unbedingt mal probieren. Das ist eine sogenannte Kirschtomate oder Sherrytomate genannt auf Englisch. Hier eine längliche rote. Und diese hier, die goldgelben Tomaten, sind die ursprüngliche Form. So haben die mal ausgesehen, bevor die Menschen angefangen haben zu züchten und die Tomaten dadurch zu verändern. Und die kommen auch in meinen Salat rein. So, das hier ist ein Schnittlauch. Der Schnittlauch hat einen
leicht scharfen, sehr würzigen Geschmack. Er kann, wenn man Lust dazu hat, auch pur gegessen werden. Er passt in Salate, in Rührei. Und dass ich ihn jetzt schon im Garten habe, liegt daran, dass ich mir mal so einen fertigen Topf jetzt gekauft habe. Die stelle ich tagsüber schon mal raus und wenn es nachts nicht mehr so kalt ist, pflanze ich sie hier in die Erde ein. Es ist aber auch möglich, den Schnittlauch ganz normal auszusehen. Dann dauert es eben nur ein bisschen länger, bis man Schnittlauch. So, und jetzt das Letzte, was wir uns heute angucken, sind die Blüten von einem Flieder. Hier. Klein, grün und zart. Und hier an einer Stelle können wir sehen, ist sie schon so ein bisschen aufgegangen. Das heißt, das wird, wenn nichts dazwischen kommt, und das hoffe ich ja, ein schöner, bläulicher Flieder werden. Das dauert aber noch so in diesem Jahr bis Mitte, Ende Mai. Je nachdem, wie warm es jetzt ist. Je wärmer es ist und desto mehr Wasser er bekommt, desto schneller wird er blühen. Zum Essen ist der Flieder nicht da. Und für heute verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, mit mir durch meinen Garten zu gehen. Und wie ich aus einigen Dingen, die wir uns schon zusammen angeguckt haben, einen Salat mache, zeige ich in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und guckt doch mal, was ihr so im Garten und in der Umgebung habt. Das ist total interessant, absolut. Und wenn ihr wollt, schickt es mir gerne zu. Ich freue mich darüber. Eure Nicola. Thank you.